Der Sportraum der Klinik für psychische Erkrankungen füllte sich zusehends. Der vierte Selbsthilfetag im Naumburger Klinikum traf auf reges Interesse. Die Begrüßung lag natürlich in den Händen von Annegret Neubauer, der Geschäftsführerin der SRH-Klinikum Burgenlandkreis GmbH. Ganz herzlich heiße ich Sie zum nunmehr vierten Selbsthilfegruppentag in unserem SRH-Klinikum in Naumburg willkommen. Nachdem wir 2 Jahre pausieren mussten, knüpfen wir heute wieder an eine Tradition, die 2018 ihren Ursprung hatte, an. Besonders freue ich mich, dass wir heute offiziell mal ohne Masken zusammenkommen können. Macht doch der direkte Blick in die Gesichter der Einzelnen einen bedeutenden Unterschied. Dass das gerade im Umgang mit psychisch Kranken was ganz Wichtiges ist, glaube ich, brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Dafür sind Sie viel mehr Experte, als ich das bin. Erreichen möchte man an so einem Tag Betroffene, ihre Angehörigen und die Öffentlichkeit hier im Burgenlandkreis. Und eben nicht nur Fachleute. Allerdings wurde der Selbsthilfetag diesmal mit der Verabschiedung des Chefarztes der Klinik für psychische Erkrankungen, Dr. Felix Böcker, der nach 30 Dienstjahren aus dem aktiven Dienst nun ausscheidet, begonnen. Dr. Bernd Lobenstein, ärztlicher Direktor im Klinikum, schaute mal kurz zurück und erinnerte an die gemeinsamen Jahre, die er mit seinem Kollegen hier verbracht hat. Damals waren Sie und ich Ende 30 und mit großem Abstand die jüngsten Chefärzte im Klinikum. Heute, 28 Jahre später, sind wir die mit Abstand am ältesten. Dazwischen liegt eine Zeit, und das kann man mit Fug und Recht sagen, in der Sie, lieber Herr Böcker, das Krankenhaus Naumburg und dessen Geschicke entscheidend mitgeprägt haben. Dr. Böcker sprach vor den Anwesenden auch darüber, was ihn damals dazu bewogen hat, hier seinen beruflichen Weg zu gehen. Und dann kam, wie Sie alle wissen, dieses historische Ereignis, dass die Deutsche Demokratische Republik der Bundesrepublik beigetreten ist. Und da waren 2 Dokumente für mich ganz wichtig. Eines hat mein Vater mir in die Hand gedrückt, das war der Bericht zur Lage der Psychiatrie in der ehemaligen DDR von 1991 und dann der Psychiatrieplan des Landes Sachsen-Anhalt. 1992, wo drin stand, es soll im Süden von Sachsen-Anhalt sollen 2 oder 3 psychiatrische Abteilungen errichtet werden und eine psychiatrische Abteilung soll 80 Betten haben. Das war quasi meine Lebensversicherung, als ich hierher gekommen bin. Darauf habe ich vertraut, darauf habe ich mich verlassen, dass diese Zusage gilt. Ja, alle Brücken hinter mir abgebrochen. Ich hatte mir verschiedene Kliniken angeguckt, wie Sie hier sehen, und habe mich am Ende für eine psychiatrische Abteilung an einem Allgemeinkrankenhaus entschieden, die es noch nicht gab. Statt ein Fachkrankenhaus mit 500 Betten zu übernehmen, das ich auf 150 Betten hätte schrumpfen sollen. Ja, ich habe lieber aufgebaut als abzubauen. Das war damals das Motiv für die Entscheidung, nach Naumburg zu gehen. Wir haben wirklich bei Null angefangen. Wir hatten dann trotz seines engen Zeitplanes die Gelegenheit, mit Dr. Böcker persönlich zu sprechen. Die erste Frage, wie ist Ihnen zumute? Ich weiß noch nicht richtig, wie mir zumute ist. Im Moment fühlt sich das alles an wie ein bisschen betäubt. Ich glaube, dass erst hinterher mir klar werden wird, was das jetzt bedeutet. Nicht mehr die Verantwortung zu tragen, nicht mehr den Zugang zu haben. Ich bin immer wieder, ertappe ich mich dabei, dass ich von meinen Mitarbeitern spreche, die jetzt ja nicht mehr meine Mitarbeiter sind, sondern die ich jetzt in die Selbstständigkeit entlasse. Ja. Was hat Ihnen da besonders am Herzen gelegen? Wir müssen jetzt mal den Zuschauern ja noch erklären, es geht ja um psychische Erkrankung, was Ihr Baby eigentlich ist. Ja. Also meine Mission war immer für die Menschen hier in der Region, für konkret für den Burgenlandkreis, eine gute, qualitativ gute psychiatrische Versorgung aufzubauen. Also Menschen aus dem Burgenlandkreis, die wegen einer psychischen Erkrankung Krankenhausbehandlung brauchen, die sollten ein Angebot vorfinden, niedrigschwellig zugänglich, also ohne große Formalitäten, schnell verfügbare Hilfe, wirksame Hilfe
unser Ziel war immer, uns überflüssig zu machen. Also wir wollten, dass unsere Patienten befähigt werden, wieder außerhalb der Klinik zu leben, wieder in ihr soziales Umfeld zurückzukehren, ihr Leben selbstbestimmt zu führen. Nicht immer gelingt es, psychische Erkrankungen zum Verschwinden zu bringen, aber es gelingt fast immer zu ermöglichen, dass man trotz und mit der Erkrankung leben kann. Und das habe ich als unsere Aufgabe gesehen. Ja, also immer haben die Patienten im Mittelpunkt gestanden und die Sicherstellung der Versorgung. Psychische Erkrankungen, die dann einen Aufenthalt im Krankenhaus notwendig machen. Was sind das eigentlich jetzt definitiv für Erkrankungen? Na, fangen wir an, zahlenmäßig das häufigste Problem rein von den Fallzahlen her sind alkoholbezogene Störungen. Also Menschen mit Suchterkrankungen, die eben den Alkohol als Problemlöser gesehen haben und dann davon nicht mehr loskommen. Dann eine zweite große Gruppe sind die psychischen Erkrankungen im Alter. Denken Sie an Verwirrtheitszustände, denken Sie an Demenzerkrankungen, denken Sie an depressive Störungen im Alter. Eine dritte große Gruppe, das sind Menschen, die mit Schicksalsschlägen oder mit Belastungen nicht klarkommen, die seelisch darauf reagieren, bis hin zu Lebenskrisen, in denen Menschen dann so verzweifeln, dass sie daran denken, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Ja, wo wir also in der Krise dann intervenieren und versuchen, eine Perspektive zu erarbeiten, wie das Leben wieder weitergehen kann. Ja. Aber zu den psychischen Erkrankungen gehören zum Beispiel auch die Wahnerkrankungen. Ja, also Schizophrenie ist ja ein gefürchtetes Wort. Das ist eine Bezeichnung für eine Erkrankung, bei der Wahnideen, Sinnestäuschungen, Störungen des Ich-Erlebens die wichtigsten Symptome sind und das Realitätsurteil verändert ist, der Bezug zur Realität verloren geht. Ja. Und daraus kann eine sehr schwere Behinderung resultieren, wenn so eine Erkrankung unbehandelt bleibt und dann chronifiziert. Der Griff zur Tablette ist nicht die Lösung, ne? Also es gibt Erkrankungen, bei denen kommen wir ohne den Einsatz von Medikamenten nicht weiter. Damit meine ich aber nicht Beruhigungsmittel, die nur sozusagen die Angst nehmen, sondern es gibt Medikamente, die gezielt antidepressiv wirken. Es gibt Medikamente, die gezielt antipsychotisch wirken, also zum Beispiel Wahnideen und Sinnestäuschungen zurückdrängen können. Und es gibt Medikamente, mit denen man langfristig zum Beispiel die Stimmung stabilisieren kann oder langfristig Rückfälle verhindern kann. Und da deswegen haben wir das Thema Absetzen von Psychopharmaka heute für unseren Selbsthilfetag gewählt, weil die Frage, wie lang soll man ein solches Medikament nehmen und wie setzt man es richtig ab, da muss man einiges drüber wissen. Was in der Regel nicht gut funktioniert, ist, ein Medikament eigenmächtig und abrupt abzusetzen. Das geht nahezu immer schief. Es sollte immer mit ärztlicher Begleitung und in kleinen Schritten abgesetzt werden. Und man sollte sich immer gut überlegen, was ist mit dem größeren Risiko verbunden. Die Fortsetzung der Behandlung oder die Beendigung der Behandlung. Sehr schön. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft und dass Sie haben es vorhin ja angekündigt, Sie hören ja nicht auf mit Arbeiten, im Ehrenamt sind Sie ja weiter tätig. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich und ich freue mich sehr auf die Aufgabe, die da vor mir liegt.